Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Und ja, ich dachte mir, also ich habe heute den Support angeschrieben von meinem Laptop, von meiner Laptop-Reparatur zwecks einem Statusreport, und die haben mir zurückgeschrieben. Und ich dachte mal, jetzt wo ich gerade so ein bisschen Holz nachschmeiße in den Ofen, um es warm zu haben, nutze ich die Gelegenheit, euch zu erzählen, was sie zurückgeschrieben haben. Und zwar ging es darum, dass ich eben einen Statusreport haben wollte, wie weit die Reparatur meines Laptops fortgeschritten ist. Und die haben mir zurückgeschrieben, der erfragte Artikel, also mein Laptop, wurde am 16.01.2017 repariert und wird demnächst verschickt. Das bedeutet, der Laptop wurde heute repariert und wird wahrscheinlich heute noch verschickt via Post. Und dann werde ich morgen mit der Post bekommen. Also könnt ihr dann schon mal rechnen mit einem anderen Video als Bioshock. Also Bioshock wird trotzdem noch kommen, habe ich ja alle schon hochgeladen und planmäßig runterlaufen lassen. Und wenn ich mich nicht irre, dürft heute auch eins kommen. Ich weiß es jetzt gerade aber nicht auswendig. Aber ja, dann wird halt noch ein bisschen was anderes kommen. Ich schätze mal Counter-Strike. Es wird wahrscheinlich auch Rainbow Six Siege kommen. Ja, ich kann jetzt ja mal auflisten, was ich alles let's playen will. Und zwar will ich Dishonored 2 let's playen. Da bin ich aber noch am überlegen, ob ich nicht vielleicht auch Dishonored 1 let's playen sollte. Also Dishonored 1 habe ich schon mal gespielt. Auch durchgespielt. Also wird das Let's Play nicht blind sein, aber ich lasse euch mal entscheiden, ob ihr Dishonored 1 und 2 oder nur Dishonored 2 sehen wollt, weil Dishonored 2 wäre blind und das will ich ohnehin Let's Playen. Dann Counter-Strike wird viel kommen. Dann wird Rainbow Six Siege kommen. One Piece, Barret Warrior 3, Senran Kagura, Shinobi vs. Dark Souls 3. Ich weiß aber nicht, ob ich Dark Souls 2 auch noch dazu let's playen soll. Oder gar Dark Souls 1, 2 und dann erst 3. Ich habe nämlich alles, das dürft auch ihr entscheiden. Dann Yu-Gi-Oh! GX Deck Force Evolution wird kommen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch Crash Nitro Kart let's playen soll, das dürft auch ihr entscheiden, weil wenn ihr es halt nicht haben wollt, dann spiele ich es halt privat. Was wird noch kommen? Ja, sieht gut aus. Es wird auch noch Rainbow Six Siege kommen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade vorhin schon gesagt habe, aber falls schon, dann habt ihr jetzt nochmal gehört. Tomb Raider wird kommen. Dann wird wahrscheinlich, also Deponia wird kommen. Deponia habe ich auch schon ein bisschen was aufgenommen, aber wie ich ja schon im Ankündigungsvideo sagte, ich werde versuchen, dass ich immer aktuell bleibe. Also, dass ich immer nur eine Folge aufnehme und dann hochlade. Was wird noch kommen? Ein paar angezockt, zwei Stück, und zwar eins zu One Piece Burning Blood. Habe ich auch schon vor Ewigkeiten aufgenommen. Und Senran Kagura Bon Appetit. Angezockt ist das. Ich werde ein, zwei oder drei Videos machen von, die nenne ich dann angezockt, und will halt so herausfinden, gefällt mir das Spiel oder gefällt es mir nicht. Wenn es mir nicht gefällt, dann bleibt es bei den angezockt. Wenn es mir gefällt, dann werde ich es rausbringen, also als Let's Play. Und es kommt auch immer drauf an, wenn es mir nur halt gefällt,
dann werde ich das halt mal gelegentlich aufnehmen. Wenn es mir richtig gut gefällt, wird jeden Tag eine Folge kommen oder jeden zweiten. Oder ich muss erst mal gucken, wie ich mit dem Internet klarkomme, weil ja, das Internet ist nicht gerade stark und ich kann ja auch nicht immer, wenn ich pennen bin, meinen Laptop rennen lassen, damit das quasi hochlädt, während ich penne, weil das ist ja Stromverbrauch as fuck ist das. Viel zu viel. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von ja, mein typisches Gen des Let's Players. Ne, ich meine natürlich, und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Informationsvideo wieder ein. Ciao.